Die Detektive der Elisabeth-Riedl-Musikschule machten sich auf die Suche nach musikalischen Spuren aus 40 Jahren. Dieses Jubiläum feierte man in Treskirchen auf besondere Art und Weise und erzählte die Geschichte der Schule musikalisch. Über einige Ehrengäste. An erster Stelle darf ich Herrn Bürgermeister Andreas Babler recht herzlich willkommen heißen. Sie feiern heute 40 Jahre Musikschule. Wie wichtig ist so eine Feier? Nein, ist ganz wichtig. Es ist ja ein Zweck einer Musikschule, erfüllt ja nicht nur das, dass man ein Musikinstrument lernt, sondern es gibt auch die Möglichkeit, den Lehrern ihre Gabe weiterzugeben. Und natürlich erfüllt es einen Riesenzweck für das zukünftige und jetzt schon vorhandene Publikum und somit für die Gesellschaft. Also ein umfassendes Konzept, wenn viele Schülerinnen und Schüler in der Musikschule sind. Wir haben fast 300 Kinder letztes Jahr in den 22 Workshops in der Musikschule gehabt. Also das ist eine beeindruckende Bilanz. Und wir Stadt haben vor einigen Jahren hier im Neubau, im Bildungszentrum auch Räumlichkeiten geschaffen, damit alles benannt ist, damit die besten Konditionen auch vorherrschen. Was bedeutet Musik? Naja, Musik ist Teil der Kunst und Kunst ist so wichtig. Kunst und Kultur bestimmen eigentlich das alltägliche Leben der Menschen zueinander. Denken Sie nur noch, wo überall das Wort Kultur vorkommt, in Sprachkultur, in Weinkultur, natürlich auch in den darstellenden Künsten oder in den musikalischen. Also insofern ist Kultur, Kunst und natürlich auch Musik ganz was Wichtiges für die Menschen. Sind Sie musikalisch? Ja, ich singe sehr gerne und habe in meiner Jugend sehr viel gesungen und habe da immer, obwohl ich das nicht gelernt habe oder so, eine Art Vorreiter gehabt oder ein Vorsängertum gehabt. Also ich singe bis heute noch sehr gerne.